Ja, dann duck. Ja, voll! Ja, sehr schön. Habt ihr den Schuss gesehen? Degoma im Einsatz. Der Unfassbare aller Unfassbaren. Zum Gruße, werte Lappenlappin. Willkommen zu diesem wunderschönen Spiel der Aussicht. Willkommen zu Bellride, liebe Leute. Weiter geht's. Bellreigt. Wie Bellen. Bellrechte. So, ich habe ja letzte Folge hier ein bisschen erkundet, aber ich habe jetzt immer noch kein Kupfer gefunden. Wir gehen jetzt zu dem Kupferaufkommen, was wir mal gefunden haben. Und zwar da hinten. Wir reisen jetzt nach da und dann laufen wir dahin. Und dann können wir vielleicht noch ein paar Wölfe abknallen oder so. Wir werden sehen. Ja, wir sind ja alle am Arbeiten, alles glücklich. Und, ich denke mal, ach so, genau. Warte mal, eine Sache muss geforscht werden. Das wollte ich jetzt noch machen. Und zwar wollte ich jetzt mal den Mischmeier machen. Damit wir Wasser machen können. Benötigte Ressourcen für den Mischeimer. Wasser. Warte mal, jetzt bin ich ein bisschen durcheinander. Kann ich dann jetzt schon... Warte mal. Bin immer noch überlegen, wie ich das jetzt machen soll. Wie kann denn Wasser mich so aus der Bahn werfen? Warte mal, ich gehe mal... Habe ich das jetzt hier? Habe ich den jetzt erforscht? Durch die... Nee, hier ist nichts. Nägel, Schaufeln. Nützlich sowohl zu kochen als auch für Handwerk. Kann aus vielen Quellen frisches Wasser im Flachland. Einschließlich Brunnen und Regenwasser. Warte mal. Ich habe irgendwas. Irgendwas habe ich. Das ist doch der. Ich habe doch den Wassersammler, habe ich doch erforscht. Entschuldigung. Da ist der Wassersammler. Ich, der Großartige aller Großartige. Machen wir den hier hin. Obwohl, hier ist der Kochtopf. Happy days, all thanks to you. Oh, happy days. Soll ich es hier machen oder hier? Machen wir es hier hin. So, dafür brauchen wir Baumstämme. Das schaffen die aber alleine. Dann lasse ich das mal machen und wir gehen jetzt mal Kupfer holen. Dann haben wir Kupfer. El Kupferus Maximus. Des Kupfers reine Seele. Tja, einfach da lang. Wir schaffen das schon. Kupferus Maximus. Ich überlege gerade, was ich als nächstes frühstücke. Ja? Ich bin ja aufgestanden, ich muss ein bisschen warten. Und ich überlege, ob ich mir nachher Spiegeleier mache. Oder, Spiegeleier. Ich bin so ein bisschen hin und her gerissen, was das sein könnte. Weil so ein bisschen Überraschung muss ja sein, ne? So die Überlegung, was man isst. Jetzt so irgendwie, ja, noch 2 Tage Feiertag und ich habe eigentlich gar kein Essen da. Also ich ernähre mich gerade von Grüntee. Dass ich mal grünen Tee trinke. Wer hätte das gedacht? Guck mal, hier liegt sogar noch ein bisschen was. So, jetzt müssen wir hier ein bisschen hacken. Das tut mir leid, aber... Nee, nicht so. Freundchen, so fangen wir gar nicht erst an. Ich weiß gar nicht, so viel Kupferdiamant hatte ich ja auch gar nicht, ne? Wow, das geht aber schnell. Kann ich eigentlich mit meinen Gefährten... hier hinlaufen und dann zusammen mit denen hier draufhacken? Ist das möglich? Das würde ich mal gerne wissen. Weißt du, so ein Coworking.
Und sonst, wie geht's euch so? Ja, wir brauchen... Ah, guck mal, jetzt ging's nochmal. Aber da müssten wir eigentlich auch drin leveln können, glaube ich. Ach, guck mal, ich kann schon wieder mit dem Ältesten reden. Goldene Schuppen. Ach so. Nee. War das was mit der Fisch? Mit dem Fisch? Nee. Mit der Fisch? Ich überlege, ob ich die Bettler dann irgendwann aussortiere. Naja, wohl, lassen wir. Wir lassen die einfach dabei. Ist halt so. Dann haben wir halt Bettler. Und dann schicken wir die alle in den Tod. Gregory Cromwell, Arbeiter 1. Oh, geil. Ich finde gut, dass man hier nicht so viel Stein farmt. Sonst wird man immer überladen wegen Steinen. Wie man das so kennt aus anderen Survival Games. Und dann hast du irgendwie, dann legst du den auf den Boden, weil du einfach überfüllt bist. Ach ja. Wie viel haben wir jetzt? Oh Mann. 3, 6, 7. Machen wir nochmal ein bisschen. Also ich muss sagen, das ist gut gelöst mit den Gebäuden und den Jobs. Und dass tatsächlich niemand irgendwo fest arbeitet. Oder man kann es ja vielleicht festlegen. Das Ding ist... Es macht es irgendwie mit wenigen operabel, sag ich jetzt mal. Ne, das eine ist nicht da, dann machen die das. Das sind ja nichts weiter als Berufe, die andere Berufe ausüben. Das ist dann eigentlich, als wenn du bei RimWorld, um irgendwie putzen zu können, eine Putzmaschine bauen musst, um denen den Putzberuf geben zu können, so ungefähr. So ein bisschen, oder? Kommt mir so vor. Komm, einen noch. Ach, geht doch bloß weg hier. Da unten ist noch ein Wolf. Ne, wir gehen jetzt. Ich habe genug Fälle gesammelt erstmal. So, und jetzt wieder zum Schild. Ist das so markiert? Ne. Okay, dann gehen wir so. Sehr schön, dann haben wir das auch. Dann haben wir das Wasserdingens. Dann haben wir die... Wir nehmen mal ein bisschen Pilze mit. Ja, auch dann genug Essen für den Winter, hoffentlich. Ich muss am... Ne, es sind noch 2 Tage bis zum Winter. Also wir haben dann jetzt auf jeden Fall vor uns... So, dann zurück. Immer noch nicht fertig. Frechheit. So, dann das Erz hier rein. Wir werden damit ja selbst operieren. Operado. So, dann haben wir das auch. Das ist fertig. Und der Wassersammler macht jetzt was? Wasser sammeln. Kann ich das Wasser dann so rausnehmen? Es regnet auch gerade, das ist ganz gut. Guck mal, das ist bescheuert. Ja, nee. Ich glaube, da können wir Wasser reinschütten, oder? Warte mal, ich bin immer noch ein bisschen durcheinander. Moment, wir gehen mal nochmal bei U. Wassersammler. Wird zum Sammeln von Speichern von Regenwasser verwendet. Ja. Mischeimer zur Struktur, um Leben herzustellen, Material. Nee, der Mischeimer. Ja, aber. Aber den kann ich ja nicht herstellen. Mann, mit. Brunnen? Dorfbrunnen? Michel. Kann das denn so kompliziert sein?
manchmal. Mal. Haus. Guck, wie weit wir. Das ist krass, oder? Hier ist doch so viel Zeug. Reiseschild haben wir schon. Grubenholz. Das war. Holzbretter. Ich weiß, hier schreien bestimmt Leute schon den Monitor an. Ich kenne das. Aber ich hätte auch mich mal zwischen den Folgen einfach schlau machen können, aber ich mach's halt nie. Weil ich doof bin. Vielleicht brauche ich diese... Ich gehe mal ins Dorf, ich gehe mal die Händler erkunden. Ist jetzt dunkel, jetzt ist natürlich doof. I'm working. Geh mal schlafen. Schlafen! Ich schaff das schon. Keine Sorge. Keine Sorge, ich werde es rausfinden. Es ist wahrscheinlich. Ich meine, Trinkschlauch. Oder Hände. Ich meine, es muss doch irgendwie gehen. Ich meine, am Wasser selbst habe ich noch nichts gesehen. Was ist denn jetzt los? Guck mal, jetzt ist da Wasser drin, ja. Und jetzt kann ich es einfach nehmen. Oh, das ist ja bescheuert. Ja, dann, jetzt müssen wir warten, bis das fertig ist. Okay, dann haben wir jetzt Wasser, okay. Sorry, ja. Ist ein bisschen... Bisschen komisch ist es ja, aber ich kann es hier nicht reintun, ne? Deswegen gibt es den Wassersammler. Kann ich das wieder in den Wassersammler reintun? Okay. Aha. Jetzt mal ein Wasser rausnehmen und den Topf anmachen. Und da ist der Topf schon an. Ja, Bärenmarmelade. Ich komme, Bärenmarmelade. Ja. Geil. Oh ja, ich mache mir einen Eierkuchen heute. Mit Marmelade. Das ist gut. Gute Idee. Schon super für meinen Magen. Egal, Bärenmarmelade ist gut. Ich mag Bärenmarmelade. Marmelade. Okay, dann haben wir das auch. Das Wasserproblem ist gelöst, meine Damen und Herren. Okay. Pass auf, wir bauen jetzt mal den Zimmermannshammer. Jetzt machen wir. Wir gehen nochmal ein paar Stämme sammeln. Weil die haben ja sonst. Wir haben ja sonst nichts zu tun hier. Ich muss die letzten Bäume des ehemaligen Waldes. Vernichtus. Bam! Junge. Der mit seiner Riesenaxt. Eigentlich müsste ich alle zu Reservekriegern machen. Aber andererseits will ich ja, dass sie in Häusern bleiben. Oh, jetzt sind die voll dabei, oder? Geht der jetzt hier den hacken? Nee, ich mach den. Ja, dann geht halt 10 Kilometer weiter weg. Wie ihr meint. Oder die gehen halt nur die ältesten Bäume tatsächlich fällen. Das kann auch sein. Nee, geht Holz sammeln. Okay, dann gehen wir ein neues Ding bauen. Was war das nochmal? Zum Reparieren. Zum Reparadon. Drei Holz, ein Stein. Morning, friend. Mind the mud on the path. Drei Holz, ein Stein. Oh ja, das ist gut. Drei Holz, ein Stein. Ja, das ist doch fein. Denn ich brauche meine Axt im Inventar. Damit sie repariert wird, das ist klar. Ups. I'm working. Riemen?
Nein, verarsch mich. Rohstein. Ich habe einen Rohstein hier. Ich habe einen Zinn genommen. Einmal mit Profis arbeiten. Warte mal, habe ich gar keine Steine mehr? Hm. Jetzt Bärmarmelade, geil. Ich habe Marmelade gemacht. Nur ich. Mal gucken, wie lange ich doch mit dem Handbeil rumlaufe. Ja, aber es läuft ja. Ich meine, warum? Ich beschwere mich nicht. Ich mag meinen Handbeil. Hier ist die Streitaxt, ob die einfach... Ist das zweihändig? Hand rechts. Kann ich damit der auch Holz fällen? Komm, wir forschen die mal. Oh scheiße, jetzt habe ich gar nicht überlegt. Hatte ich jetzt das Dings geforscht? Ne, haben wir nicht. Ah, scheiße. Pass auf, mach jetzt erstmal den Mischeimer. So sieht das aus mit dem Pilzeintopf, Bärmarmelade, feiner Eintopf. Morning, friend. Mind the mud on the path. Ich mach mal so. Okay. Von allem eins. Ich denke mal, damit können wir arbeiten. Ich lasse auch alle weiter alles dingseln. Weil, ja. Alles halt arbeiten lassen. Ich lasse alles arbeiten. So. Ich mag das Lager. Ich mag das Lager. Da haben wir 4 Stämme. Wie viele Stämme habe ich eigentlich aufgegeben, dass gelagert werden sollen? Machen wir mal höher. Machen wir mal auf. Machen das mal auf 10. Sorry, ich gehe mal auf 10. Und wir machen das nicht zuerst, aber. Ne? Ich denke aber, die fangen immer an, die Äste zu sammeln. Das hat auch so ein Problem. Achso, der Typ hat ja hier unten irgendwas. Komm, wir gehen mal den anquatschen. It's not often that I see visitors out here in the wilderness. What bring... Well, well, back already? Did you manage to get the bait from Elder Ansgar? Ach so, das... ja. Ja, angeln. So, wir können jetzt mal gerade diese alten Lumpen verkaufen auch. Weg, weg. Die Handschuhe kann ich mal verteilen gehen. Das auch. Warte mal. Erstmal. Handschuhe habe ich ja schon. So, Pavel. Pavel Pipovic. Hier, Pavel. Pavel Pipovic. Dann Sebeline. Oh, Sebeline. Wo bist du? Heirate mich. Das ist doch schön. So, dann noch ein paar Schüchchen. Nicht für den. Obwohl, hat der schon? Ne, der hat schon schöne Schuhe. Dann halt der Beppo. Curious times we live in, with talk of wars and rebels and such. Holzfällerschuhe, ne, weg damit. So, und jetzt zum Plumpsklo. Der Orkus. So. Sehr schön. Mischeimer. So, Mischeimer. Mann, ey, noch mehr Gebäude. Dann jetzt das Grubenholz. Das Grubenholz. Und dann würde ich gerne mal das Rondell forschen. Ich glaube, dann sind die Leute mal glücklich. Oder die... Ne, ich glaube eher die Streitaxt. Ich glaube, das wäre eher was. Warte, ich wollte mal gucken. Bei Forschung... Meine... Wo war das Holzfäller-Ding? Gibt es irgendwie was... Gibt es auch bessere Holzfäller-Sachen? Speisekeller, guck mal.
Drescher. Ja, aber wir haben noch keine Landwirtschaft so wirklich. Trapperlager, Lager, Holzfällerlager. Es gibt nichts mehr zum Thema Holzfäller. Also, und es ist die Streitaxt. Okay, das ist gut. Aber Streitaxt ist doch eigentlich zweihändig. Aber steht nur Hand rechts. Und hier Hand beide. Dass da Hand rechts steht. Weißt du, als wenn die links- oder rechtshändermäßig wären. Weißt du, die Griffe sind halt identisch, beidseitig. Okay. Gut. Dann gehen wir nochmal kurz zu dem bescheuerten... Hä? Was ist los? Fehlende Axt. Soll ich noch ein paar Äxte machen? Komm, machen wir mal. Ich kann ja erstmal die Streitaxt machen, dann haben wir eigentlich. Ja, machen wir Streitaxt. So, Streitaxt. Ja, ihr macht das schon. So, dann gehen wir zum Ältesten. Ich überlege, soll ich da mal versuchen, ein Schild hinzustellen? Aber dann gründet man direkt wahrscheinlich ein neues Dorf. Ein neues Dorf. Aber das wollen wir ja nicht. Oh nein, das wollen wir nicht. Also Zinn haben wir auf jeden Fall genug hier. Feierabend, wie das duftet. Deftig, deftig, würzig, gut. Pommesche aus dem Buchen rauch. Wirklich aufgetischt, so ist der Brauch. So, ich nehme mal hier noch ein bisschen was mit. Wenn ich schon gerade außerhalb des Dorfes bin, dann machen wir das auch. Feierabend, oh ja. So. Hä? Ah, Freunde! Jeder nur ein Kreuz, nicht drängeln! Oh, scheiße. Eins. Zwei. Und... Oh, komm schon, mein Freund! Ja, sehr schön. Alter, ich komme mir immer noch vor wie so ein Bettler irgendwie. 700... Mann, ey. Voll gut. Streitaxt ist fertig. Kann ich von hier aus aufforschen? Keine Ahnung, wie zum Beispiel das Rondell oder so. Ey, schade, dass das von hier aus nicht geht. Warte mal, wo gehe ich denn gerade hin? Wo renne ich denn die ganze Zeit hin? Aber hier ist auch eine Hütte. Komm, wir gehen mal gerade gucken. Ich will einen Langbogen haben oder so, damit ich die Viecher one-shotten kann. Hallo? Onkel Owen? Tante Büro? Okay, das ist auch wieder so eine Kräuterhexe. Entschuldigung. Entschuldigung. Für mein Französisch. Ja, dann duck... Ja, voll! Ja, sehr schön! Habt ihr den Schuss gesehen? Legomar im Einsatz, der unfassbare aller Unfassbaren. Oh, ich werde gerade wieder warm. Ich wach langsam auf, wie man merkt. Mann, der grüne Tee haut rein. Glaubt mir, ich war ja gefühlt 20 Jahre krank. Und, ich habe irgendwie, ja... Also ohne Koffein arbeiten. Sorry, das ist der Horror. Also, es ist nicht leicht. Ist wirklich nicht leicht. Kann ich keinen empfehlen. Da ist ein Toter. Wahrscheinlich haben die Banditen versucht, das Dorf anzugreifen. Oder sind aus Versehen dran vorbeigelaufen. Kleine Stücke gekochtes Fleisch. Boom. Petsdorf. Petsdorf. Pennersoff. Pennersoff. Archie Suff, jetzt im Handel. Okay. Ja, ist wohl nicht so gut gelaufen. Das kriegen wir erstmal mit dem Lappen. Boah, guck mal hier. Oh ja, bewaffnete Hüften.
You're a new face. Was stand da? What brings you to our? I barely know who you are. Dorf ist nicht befreit. Okay. Ah, das erste Dorf ist frei, aber das nicht. Das werden wir noch rausfinden. Also wir sind immer noch barely scratching the irgendwas. Wurde vom Fischer geschickt. Sehr lobend über die Angelkünste, besonders im Umgang mit besonderen goldenen Forelle. Bringe 5 Stück geräuchertes Fleisch zu... Ah, du kannst sie... Good day. Do you have it? Ich habe kein geräuchertes Fleisch. Was will der hier? Greetings. Can you... My tool shed was attacked at night by... And be careful, the boars are... News from the kingdom? There's always something. Seeking something specific? Bear a just coin ask, and I will pray for you. Greetings, stranger. What can I interest... Ah, just the person... Ich nehme mich jetzt einfach nur an. Wie gesagt, ich brauche eine halbe Stunde, wenn ich mit denen rede. A merchant's life isn't easy, but at least I'm not a peasant toiling in the fields all day. Nur Schrott. Ihr habt nur Schrott, ihr seid wirklich arme Würste. Apprentice Holzfäller. Ja, okay. Looking for trouble? Ja, ich meine, das müssten... Ja, wir werden es noch rausfinden, wie das funktioniert. Hat ja keinen, es hat kein Ziel gerade für mich. Wir sind dabei, das große Waltertal in ungeahnte Größe zu verleiten. Das Waltertal, es wächst und gedeiht. Waltertus, Valticus Maximus, des Walters reine Seele. Groß, ohne Gleichen. So. Also. Gehen wir das Zeug jetzt mal reinbringen. Ich meine, ich könnte ja einen hauptsächlich zum Kochen machen, aber es läuft ja gerade, wenn ich alle... Oh, ich bin voll. Oh, scheiße. Okay, dann müssen wir jetzt ein neues Lager machen. Oh, Schistrack. Tatsächlich. Okay, dann brauchen wir jetzt ein neues Lager. Dann machen wir eins. Dann müssen wir es jetzt mal sortieren. So, machen wir nämlich ein Lager für Nahrungsmittel. Oh, das ist jetzt blöd. Wo kommt das hin? Machen wir es hier hin? Das wäre vielleicht ein bisschen zu weit. Aber hier sind die Bausachen, ja? Das wäre schon trotzdem ganz gut, wenn es, glaube ich, hier wäre. Machen wir vielleicht hier Baumaterial rein und da Essen und... Ja, schwer zu sagen. So... Also Flachs brauchen wir. Kann sein wegen den Holzstämmen auch. Dann brauchen wir hier... Auf jeden Fall wird das hier, kommen hier Holzstämme rein. Das wäre ganz gut. Holzstämme. Holzstämme, Steine. Weißt du? Ich meine, nehmen... Ist ein Item ein Slot? Oder... Ja, nee. Wie nimmt denn so ein Holzstamm eigentlich ein? Jetzt habe ich den rausgenommen? Nee. The chill in the air tells me winter's on its way. Ja, no shit. Oh, warte, wir haben noch einen Tag bis zum Winter, ne? Aber dann bleibt das Essen wenigstens frisch. Frisch tot. So. Okay, Teil bauen. Sehr schön, so.
Okay. Keine Nahrung. Und keine Ausrüstung. Ja, es ist ein bisschen durcheinander, aber Hauptsache. So, dann müssen wir trotzdem hier mal leerer machen. Das ist jetzt wichtig. Pass auf, dann sagen wir nämlich hier bei Ressourcen keine Baumstämme. Auf jeden Fall keine Baumstämme rein. Dann sind wir schon mal ganz gut, glaube ich. Und wir könnten auch sagen, keine Steine und so. Ärztchen Barren. News from the kingdom? There's always something. Rohstein. 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 Dann Kupfer. Dann Holz. Obwohl, das ist eigentlich egal, glaube ich. So. Na, ich glaube, die sortieren die das auch selbst um. Lehm ist auch blöd. Wahrscheinlich. Ich würde schon gerne wissen, ob die das umlagern. Oh, geil, Marmelade. Oh ja, Marmelade. Ja, jetzt ist schon viel leerer. Also etwas leerer. Ich bin auch leer. Ich bin leer. Leerer. So. Okay. Leerer geht's nicht. Okay. Wir müssen noch ein paar Kapuzen in Auftrag geben, glaube ich. Ach, warum nicht direkt gepanzerte Mützen? Machen wir 3. Sehr schön. I'm working. Dicke Kapuze, Wanderhose. Es sieht aber nicht aus wie eine. Das ist so eine beschlagene Hose. Es sieht nicht aus wie eine Wanderhose. Eine Wanderhose. Ja, Feldarbeit. Also ich bin eigentlich nicht so ein Feldarbeitsfan. Wirklich nicht. Das bindet auch nochmal die Leute übelst meistens. Ich würde gerne. Ich meine, ich erforsche jetzt mal den Verband. Kann ich auch irgendwie sagen, bis dahin gehen? Nee, es geht nicht. Trophäe. Ach, machen wir jetzt mal die Trophäe, ist ja auch egal. So, jetzt bauen wir auch mal den Grubenholz. Grubenholz machen wir mal hier hin. Ne, warte mal, machen wir hier hin. Grubenholz, wie das duftet. So, und dann brauche ich eigentlich mal eine Schmiede oder so. Brauchen wir jetzt mal die Streitaxt. Pass auf, die Keule kommt jetzt weg aus der Produktion. Streitaxt, sagen wir 3-mal. Ich eine und die anderen Beppos. Dann haben wir sowieso auch genug Äxte rumfliegen. Jawohl. So, dann haben wir hier noch ein paar Bäume. Dann fällen mir jetzt noch mal ein paar Bäume. Und, ja, ich muss auch mal die Folge hier beenden, liebe Leute. Wir sehen uns wieder. Nächste Folge bei Bellwright. Ihr seid die Besten. Danke fürs Zuschauen. Und wie immer, nicht vergessen, kommentieren, abonnieren, Däumchen da lassen. Das hilft mir sehr. Und ja, ihr seid die Besten. Danke fürs Zuschauen. Wie immer. Küsschen. Adios.